Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Götz. Heute werde ich die Begriffe Reinstoffe und Gemische erklären. Es geht dabei um die Fragen, was sind Reinstoffe, was sind Gemische und welche Arten von Gemischen gibt es? Um hier in dieses Video einsteigen zu können, solltest du bereits wissen, was ein Aggregatzustand ist, was ein chemisches Element ist und was eine chemische Verbindung ist. Zunächst einmal zur Definition von Reinstoffen. Reinstoffe sind einheitlich zusammengesetzte Stoffe. Stoffe also, die keine Verunreinigungen enthalten und die nur aus einer Atomsorte oder einer Molekülsorte bestehen. Reinstoffe kann man unterteilen in reine Elemente und reine Verbindungen. Reine Elemente bestehen nur aus einer einzigen Atomsorte. Reine Verbindungen bestehen nur aus einer chemischen Verbindung. Ein Beispiel für ein reines Element wäre der Diamant. Ein Diamant besteht nur aus Kohlenstoffatomen mit dem Symbol C und sonst gar nichts. Ein weiteres Beispiel für ein reines Element wäre Wasserstoffgas, welches nur aus H2-Molekülen besteht, das heißt aus Molekülen, die aus zwei Wasserstoffatomen bestehen. Ein Beispiel für eine reine Verbindung wäre sauberes Wasser, also Wasser, das frei von jeglicher Verunreinigung ist. Und solches Wasser besteht nur aus Wassermolekülen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com